Jo Leute, was geht ab? Das ist der nächste Teil, Ausländer versus Deutscher. Wie ein Ausländer die Wohnung säubert und wie ein Deutscher das macht. Die ganze Wohnung sieht aus wie Scheiße. Eiche, nix da. Aber eine Löwe muss seine Territorium sauber halten. Dafür, du brauchst eine Gürgür. Ist eine Allzweckwaffe. Oh! Mein Telefon sagt, ich muss heute aufräumen. Es ist 12 Uhr. Selbst ist der Mann. Schmutz, Staub. Ich komme. Versteckt euch. Ist ganz schön hartnäckig, du. Sibylle, bist du da? Wenn ich mit dem Staubsauger alleine bin, dann mach ich mal Schmannereien, du. Sehenswürdigkeiten. Wie ein Deutscher das alles aufnimmt und wie ein Ausländer das alles aufnimmt. Das ist schon eine interessante Architektur. Vom Kopf bis zum Fuß. Das lasse ich jetzt einfach auf mich wirken. Tobias! Guck dir das an, damit du nicht dumm stirbst! Tobias! Tobias! Guck dir das an. Wenn du bei Günther Jauch bist, fragt er dich vielleicht, wer dieser wichtige Mann war. Am Unabräumen, was soll ich machen hier in dieser Museum? Okay, ist Baum. Was wichtig am Baum? Ist doch nur eine Baum am Unabräumen. Hat Ast. Ast. Statue. Statue. Schwanz. Große Schwanz. Schwanz gut. Deutsche Mann, gute Schwanz. Arschloch, Kacke hängt da noch an Arschloch. Steinboden. Stein. Stein. Gras. Nichts vierklebrige Klettbach. Nur drei haben wir nachkommen. Keine Glück. Darum Türkei EM raus. Wie ein Ausländer scheißen geht und wie ein Deutscher scheißen geht. Warum diese Aqualand? Warum? Was ist bei Dovimik drin? Dovimik, Bodymik versorgt nicht nur Hautoberfläche. El Vital, Öl Mojike. 3, 4 Pumpen Gesamthaare anwenden. Für Haare? Amunaroi, was Haare? Egal, für was. Ja, ein bisschen Buch lesen, ne? Buch lesen ist immer ganz toll. Jugend wild, Alter mild. Ist aber, piekst aber ganz schön, bisschen nussig. Piekst. Harte Nuss. Wie ein Deutscher reagiert, wenn man ihn als Hurensohn betitelt, und wie ein Ausländer reagiert, wie man ihn als Hurensohn betitelt. Ey, du Hurensohn. Du, das tangiert mich gar nicht. Du kennst doch gar nicht meine Mutti. Brot kann schimmeln. Was kannst du? Na, gar nix. Du bist ein Sohn einer Hure. Kein Wunder bei so einer Hure. Komm, hör auf, du. Du bist doch wirklich von Kopf bis zum Fuß ein richtig dummer Hurensohn. Was, Hurensohn, Digga? Ich fick dich. Hurensohn! 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 Die Unterschiede zwischen einem Deutschen, wie er was isst, und wie ein Ausländer etwas isst. Wie soll ich mich denn jetzt da durch erkämpfen? Das wird jetzt keine leichte Angelegenheit. Soll ich das Messer so ansetzen oder doch lieber vertikal? Das ist jetzt auch, was ich mache, nicht unbedingt eine Doktorarbeit. Ja.
Die Entwicklung hat bei uns gescheitert. Aber egal. Essen gut. Prost. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir ist wichtig, jetzt müsst ihr alles mit Humor nehmen, ne? Ganz wichtig. Abonniert den Kanal, checkt mich auf Instagram und Facebook ab, da bin ich aktiv. Und Deutschland gut, Merkel gut. Okay, ciao. Amüllnetzschiki, Alter.